Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WWE. Wir sind bei 179. Wir müssen immer noch einen befreien und ein paar Leichen verbrennen und ein paar. Ja, ich war irritiert. Und ein paar. Beziehungsweise einen befreien und ein paar Geierboxen. Und also unser Questkalender ist ziemlich voll. Wie ihr seht, ne? Ziemlich viel zu tun. Aufpassen, dass wir nichts nebenbei adden. Das können wir gut, ihr wisst. So. Theoretisch müsste doch hier irgendwo was sein. So ein verpackter. Wenn ihr packt, nichts mehr. Ui, erschrocken, ey. Aus dem Nichts kommt da so eine Spinne. Puh. Lass mal gleich wieder wach. Das ist auch wieder einer. Ist wahrscheinlich immer so, ne? Das letzte Mal, also immer wenn man das letzte versucht zu bekommen, zu öffnen, ist nie das drin, was man wirklich braucht. Kann ich mal an den Wolf ohne Zähne denken. Praktisch, wie die Geile einpacken, so dass es aussieht, als ein Mensch wäre. Auf die fetten drei Nice da reinbekommen. Das ist mir ein Rätsel. Echt, oh, da ist was. Ja gut, wie ihr seht, haben wir schon ohne Probleme hier 6 gekillt. Mit dem dann 7. Das ist ein Problem. Ja, wenn ihr 65 seid. Teilweise ist man echt ein Popo, je nachdem, wo man hinkommt hier. Ja, bei diesem Schrecken habe ich immer Angst runterzufallen. Oh ja, die müssen auch irgendwo killen. Ich glaube, das ist die nächste. Das dürfte kein Problem sein. Wohl habe ich schon öfters gesagt. Ne? Habe ich schon öfters gesagt. Zack, waren wir tot. verfehlt. Da ist er wieder. Der Scharmützler. Aber der steht hier immer rum. Also wenn ihr mal seid, Scharmützler tötet, denkt an mich. Wir haben hier in den Videos, wo wir hier sind, ich glaube den jetzt dritte oder vierte Mal gekillt. Aber der ist auch nicht eingepackt. Der Schlingel, du.
Noch so eine ähnliche Quest, wo man auch Leute rausholen muss. Hat nichts drin. Lusche. Schrott manchmal auch. Ach, guck mal, da ist wieder ein Geier. Also fertig sind mit der Quest, haben wir direkt zwei Stück fertig. Sehr praktisch, ne? Das ist sehr praktisch. So. Aber wir haben ja recht viele Spinnen schon getötet. Ups. Ist aber noch keine Spinnenseide bekommen, ne? Hm. Aber eine Quest. Ein, zwei Quests haben wir glaube ich auch schon wieder fertig. Hm, mal gucken heute. Ich meine hier. Eins, zwei. Wenn wir die Spinnenquest haben, wir drei Quests fertig. Ja, hört sich dann gut an. Hört sich doch gut an. So, was haben wir hier? Da habe ich doch was gesehen. Hey, kommst du her? Ein Geier, sowas. Wer hätte das erwartet? Aber schon 9 Stück. Das ist doch geil. Das ist doch geil, ehrlich. Vor allem, dass wir hier recht viel EP bekommen, dadurch, dass wir das Netz kaputt machen, kriegen wir knapp was über 1000 EP und die einzelnen Mobs kriegen wir auch nochmal knapp 1400. Da werden nicht alle. Den nehmen wir mit. Den Geier da gleich auch. Hihihi. Bussardfleisch haben wir auch viel rausgeholt. Das ist schon mal sehr gut. Ja, die haben nichts drin, die doofen Typen. Nix in der Birne, in der Tasche meine ich. So, dann. Schon 10 von 20. Läuft bei uns. Läuft bei uns wirklich. Wer seht, ich muss recht wenig regenerieren. Auch diesen tollen hier. Das wird der Wiebarm. Kann ich empfehlen. Aber den gibt es ja leider nicht mehr. Hm, toll, den müssen wir auch töten. Manchmal. Das ist wie Kisten, die man nicht aufmachen darf. Weiß genau, da könnte eigentlich was anderes drin sein, aber da könnte ja auch drin sein, was du brauchst. Doch, will ich offen. Doch, was Falsches drin. Die haben nichts in der Tasche. Unglaublich. Da haben wir ihn wieder. Natürlich. Den jetzt aufmache, ist ja was anderes drin. Wenn ich dann treffe.
Nein, Abaddon ist tot. Ich habe kein Herz des Phönix, ne? Ich weiß gar nicht, ob es das hier schon gibt, das Herz des Phönix. Den Jägerleuten wird es was sagen. Das Herz des Phönix, dann kann man einen Fett quasi direkt auferstellen lassen. Sehr coole Sache, sage ich euch. Ja, ist klar, weißt du? Ja, saftigen Macker machen, dann abhauen. Ja, die liebe ich ja, die Leute. Hier, eine Tasche wieder beiseite. Ein bisschen habe ich schon gesammelt. Kann ich nie glauben, manchmal ehrlich. Die Kohle machen und dann. Oh, ich habe gar keine, nicht mehr so viel Leben. Ich geh mal. Die besten, ehrlich. Schimpf, schimpf, schimpf. Ich frage mich, was die mit so einem Skelett wollen. Da ist doch nichts dran. Wissen die wahrscheinlich selber nicht. Warum steht es dann hier rum in der Wüste? Oder das war mal ein Drenai oder sowas. Oder ein Mensch. Und nach ein paar Jahren war er es nur noch. Ein Skelett. Was ich nicht verstehe, die, wenn die dann angreifen, greifen die alle zusammen an. Die sind nicht böse auf die Dinge. Dass die eingesponnen haben, sondern einfach nur auf mich. Wäre auch nie verstanden. Kleine Ungerechtigkeiten. Kleine Ungerechtigkeiten des Alltags. Jawohl. Wie ihr seht, brauchen wir davon gleich nur noch 9 Stück, wenn er irgendwann tot ist. So muss das sein. So. Müssen wir hier noch die Leichen verbrennen. Und hoffen, die Adler, wenn wir sie finden, heute mit wieder. Die Bäume haben wir anscheinend schon. Oder ist eine Folgequest? Ja. Weil die Untoten werden uns immer noch begleiten. Vor allem, wenn wir irgendwann nach Nordend gehen sollten. Die sind immer da. Und dann kannst du nachher toll in der Statistik sehen, meist getötete, glaub Gegner oder so heißt es, und Tote. Wer jetzt mit Legion angefangen hat, meist getötete Gegner, Dämonen. Das ist leider das traurige Los. Hier wäre es, glaube ich, auch, wäre es wahrscheinlich Dämonen gewesen. Oder Untote. Ist ungefähr so gleich auf. Ich weiß gar nicht, was es in der alten Welt gewesen wäre, in Classic. Wahrscheinlich eher Humanoide oder so. Oder Untote auch. Kann sein. Da gab es ja auch noch anderes. Kompliqué. Das weiß man alles nicht. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Wir verbrennen dann die armen toten Leichen.
weiter und wir sehen uns auf Wiedersehen.